Kennst du die Geschichte von Shaddad ibn Ad? Dieser Shaddad ibn Ad war ein nichtgläubiger Herrscher. Als er von der Beschreibung des Paradieses in den alten Büchern hörte, sagte er: Ich werde so ein Paradies auf der Erde bauen. Er war der Oberhaupt von 260 Königen. 260 Könige sind unter seiner Herrschaft, unterliegen seinem Befehl. Zu seiner Zeit herrschten 260 Könige. Er war ihr Oberhaupt, Shaddad ibn Ad. Er befahl ihnen, Gold, Silber und Edelsteine zu sammeln, die sie bei sich in der Region hatten, und dass sie ihm diese zuschicken. Er wählte eine Ortschaft aus, in der er dieses, was er Paradies nannte, baut, was sehr schön und sehr angenehm in der Atmosphäre war, wo reife Früchte wuchsen und es reichlich Wasser gab. Und das war eine Ortschaft im Jemen namens Adan. Diese Ortschaft war so reich an Früchten, dass eine Frau sehr leicht, ohne große Mühe, die Früchte pflücken konnte, an die Früchte kam, ohne dass sie große Mühe dabei hatte. Yani, Allahu Ta'ala macht, was er will. Schaut mal, diese Zustände haben sich geändert. Aber früher war die Angelegenheit so. Dieser Shaddad ibn Ad baute 300 Jahre lang eine Stadt in Adan im Jemen. Er lebte insgesamt 900 Jahre auf dem Unglauben. Nachdem er 300 Jahre lang gebaut hat, hat er dann um diese Stadt herum eine gewaltige Mauer errichtet. Auf dieser Mauer hat er Schlösser gebaut. Allahu Akbar. Diese Stadt und um diese Stadt herum eine gewaltige Mauer und auf den Mauern gewaltige Schlösser. Er schmückte diese Mauer und diese Schlösser mit Edelsteinen. Und er ließ Flüsse in dieser Ortschaft auf Silberplatten fließen. Was für ein schöner Anblick das war. Stell dir vor, die Sonne strahlt auf diese Silberplatten mit glasklarem Wasser und den ganzen Edelsteinen herum. Irgendwann, als er diese Stadt dann nach seiner Meinung fertig gebaut hat und betreten wollte, versammelte er seine Kinder und seine Könige und seine Minister und er lief dann vor ihnen auf eine arrogante Art und Weise. Er wollte gerade diese Stadt betreten, doch bevor er sie betrat, befahl der allmächtige Allah der Erde, ihn und seine Anhänger und die Stadt zu verschlingen. Allahu Ta'ala ist der Allmächtige, der das macht, was er will. Allah machte ihn zu einer Lehre für die Menschen. Er hat die Welt und das Jenseits verloren. Einige Menschen in Adan, in dieser Ortschaft, haben danach einen Teil davon gesehen, von dieser verschluckten Ortschaft. Nachdem es dort Erdbeben gab, haben sie etwas davon gesehen. Und sie haben dieses niedergeschrieben und weitererzählt. Einige Regierungen haben davon erfahren und boten der jemenitischen Regierung an, die Infrastruktur des Landes kostenlos zu bauen. Mit der Voraussetzung aber, dass ihnen alles gehört, was sie beim Graben der Erde finden. Die jemenitische Regierung hat abgelehnt, weil sie wissen, was für gewaltige Schätze in der Erde bei ihnen vorhanden ist. Auf jeden Fall, wie lange hat er gelebt? Und wie viel Besitz hatte er? Am Ende hat er sich von dem getrennt, was er die ganze Zeit gesammelt hat und ist gestorben. Wie lange du auch leben magst und ganz gleich, wie viel du auch an weltlichem Besitz hast und das Weltliche genießen solltest, du wirst in der Regel nicht so lange leben wie Zulqarnain und auch nicht so lange leben wie Shaddad ibn Ad. Möge Allah Ta'ala uns ein gutes Ende bescheren. Sie sind gestorben und haben von dieser Welt nichts mitgenommen. Sie haben von dieser Welt nichts mitgenommen. Und mit der Zeit wurden ihre Spuren gelöscht. Also sollten wir daraus eine Lehre ziehen. Wir werden auch sterben. Also sollten wir es anstreben, auf einem guten Zustand zu sterben und gute Spuren in dieser Welt zu hinterlassen.